Ja, hallo und herzlich willkommen und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Vorstellungsvideo und mal wieder einer kleinen Rundfahrt der Neuerung. Wir haben ja, ich möchte jetzt meinen relativ lange nichts von uns hören lassen. Das wollen wir natürlich heute ändern. Und zwar sage ich vorab, modelltechnisch hat sich an dem KT nicht wirklich was verändert, also eigentlich gar nichts. Dafür aber featuremäßig, und zwar die Fahrgäste. Darum geht es heute hauptsächlich. Wir wissen ja alle, dass die Fahrgäste in Lotus noch nicht so ganz bugfrei funktionieren. Es bessert sich zwar, aber es ist noch nicht so ganz hundertprozentig das Wahre. Und zwar, der KT verfügt schon seit etwas längerem über die Funktion, dass er Fahrgäste befördern kann, dass die Fahrgäste auch einsteigen, den Haltewunsch bedienen. Das leuchtet dann vorne auf dem Cockpit des Fahrers auf. Steht auch drin an den Innenanzeigen, dass der Wagen hält. Ja, das funktioniert alles wunderbar. Die Fahrgäste steigen auch ein und aus, so wie sie das sollen. Neu hinzugekommen ist allerdings, dass wir ja die Besonderheit haben an Tür 4. Sofern er mich da mal hinlässt, dass wir ja an Tür 4 jeweils zwei Taster haben für den Kinderwagenwunsch. Zumindest bei uns in Magdeburg ist es so, ich weiß nicht, ob die Technik dahinter verändert wurde oder wie auch immer, darum weiß ich nicht, wie es in Berlin original war. Zumindest bei uns ist es so, dass die Tür sich nur öffnen lässt, wenn man den normalen Türöffner drückt, also sprich hier den grün hinterlegten. Und erst wenn die Tür am Aufgehen ist, beziehungsweise offen ist, dass man dann erst den blauen Taster drücken kann, damit quasi diese automatische Schließung überbrückt wird. Ja? Weil dann leuchtet ja vorne beim Fahrer wieder der Taster auf Kinderwagenwunsch und nur er kann dann vorne sagen, okay, ich betätige den Taster jetzt und lass somit die Tür sich wieder schließen. Also die Tür würde dann nicht von alleine wieder zugehen, solange er das vorne nicht bestätigt. So ist es zumindest bei uns. Korrigiert mich da, wenn das in Berlin auch schon so war oder die Tür sich sogar über beide Taster öffnen ließ, das weiß ich jetzt leider nicht. Nur das ist halt neu hinzugekommen, dass die Fahrgäste auch diesen Kinderwagenwunsch bedienen können. Das wird uns sicherlich ein, zwei, dreimal passieren auf der Runde. Und nur wenn ich es vorne bestätige, dann schließt sich auch die Tür. So, dazu, jetzt würde ich sagen, wir schnacken jetzt erstmal nicht lange rum. Wir fahren jetzt erstmal ein Stückchen. Können ja schon mal die Beleuchtung einschalten. Den Spiegel ausklappen, der war schon ausgeklappt. So, und zwar fahren wir heute von der Endstelle Carolinaplatz erstmal zur Viktoriastraße. Das ist ein Teilstück vom alten Stadttor bis Viktoriastraße, das ihr so noch nicht kennt. Den Carolinaplatz, den habt ihr ja schon das letzte Mal gesehen, glaube ich, wo die Vorstellungsrunde des T4Ds war. Aber das kleine Teilstück zur Viktoriastraße, das kennt ihr noch nicht. Das hat nämlich der gute Tatarfren in den letzten Stunden und Wochen mühselig zusammengebaut. Das sieht doch echt schick aus. Da werden wir jetzt auch mal hinfahren. So, darum werden wir jetzt erstmal die Linie 4 schildern. Ich glaube, Route 1 war das. Genau. Spuren einer Haltestelle vor. Das Prinzip. Ich habe mich damit noch nicht ganz befasst. Und zwar in den letzten Lotus-Updates kam mir jetzt hinzu, glaube ich, möchte ich meinen, dass man ja über diese speziellen FIS-Einträge dann auch gleichzeitig über die Linien und Routen und Fahrpläne und hast du nicht gesehen, dass der Wagen von sich aus über das IBIS die Weichenstraßen selber stellt, solange man das nicht manuell über das IBIS selbst macht. Das ist auch schon eingebaut und das funktioniert auch in der Testrunde, die ich vorhin hatte, funktioniert das einwandfrei. Ja, und das können wir ja jetzt mal
demonstrieren. Ja, unser Weichenkontakt. Klack, und jetzt müsste sich genau, die Weiche hat sich gestellt. Anforderung ist da. Jetzt werden wir aber erstmal die Fahrgäste einsteigen lassen. Ja, und da ist es auch gleich eingetreten, was ich vor ein paar Sekündchen erst gesagt hatte. Solange er mich da jetzt mal hinlässt. So. Naja, Tür 4 ist offen. Schließt sich auch nicht von alleine. Alle anderen Türen sind nämlich zu. Und nun komm, lass mich wieder nach vorne. So. Erst wenn ich jetzt hier erst quasi diese Bestätigung bestätige, dann schließt sich auch erst wieder die Tür und wir müssen dann unsere Grünschleife bekommen. Genau. Gut, jetzt natürlich unsere Phase weg. Ich hoffe, sie kommt wieder. Ich glaube, wir müssen uns schlüsseln. Ja, die Performance lässt mal wieder zu wünschen übrig. Das wurde ja in den letzten Tagen auch heiß diskutiert im Forum. Ich persönlich würde es mir wünschen, wenn als allererstes die Performance überarbeitet wird, bevor ja wieder irgendwas anderes hinzugefügt wird und dann auch wieder halbfertig stehen gelassen wird. Also die Performance, das wäre schon wichtig. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich einen zu schwachen Rechner habe, aber das Problem ist halt, wenn das Aufnahmeprogramm läuft und Fahrzeuge halt viel Performance frisst, die Map viel Performance frisst und die Einstellungsgrafiken etc. natürlich alle auf hoch sind, was der Rechner ja auch sonst schafft. Dann frisst das natürlich viel Performance, ja. Aber man sieht es dann nach einer Zeit, die Texturen werden schwarz und es fängt immer mehr an zu ruckeln und ach, das ist nicht mehr schön. Nächste Haltestelle, Wilhelm Pieck Allee. Zentraler Umsteigepunkt. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, man sieht jetzt hier auch sehr schön einen Halterwunsch. Leichter meldet auch. Ja. Meldet es. Schönes Deutsch. Ja, leuchtet auf, das würde ich sagen. Warum jetzt hier auch teilweise wieder die Texturen eben unscharf waren, weiß ich nicht. Das ist, naja. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Es ist halt Lotus. Ja, es ist halt nach wie vor eine EA-Version, die eigentlich hauptsächlich für Entwickler gedacht ist und nicht zu bespielen. Aber man kann ja, ich sag mal vorsichtig, man kann ja eigentlich nicht mal mehr seine gebauten Sachen testen. Ja, wenn man halt solche hohen Performance-Fresser hat, sage ich mal, dann sollte das Spiel das auch unterstützen können. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Entwickler, die werden das schon realisieren und dann, wir werden einfach abwarten. Nächste Haltestelle am alten Stadttor. So, bisher war es ja so, dass wir ja immer eigentlich geradeaus gefahren sind. Jetzt ist es aber so, dass wir auch mal rechts abbiegen werden. Das ist wie gesagt das neue Teilstück, was der gute Tatra-Fan letztens erst gebaut hat. Und auch wirklich wieder sehr schön geworden ist, auch wenn noch nicht allzu viele Gebäude und Verzierungen und alles mögliche vorhanden sind. Aber man erkennt den Streckenverlauf und man erkennt sowieso, was es werden soll. Für die einen oder anderen.
Und bis jetzt ist es sehr schön geworden. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das Video dann auch in der Viktoriastraße beende oder ob ich dann auch noch das die Gegenrichtung zeige, sagen wir mal so. Das mache ich dann abhängig von der Performance. Nächste Haltestelle, Otto-Richter-Straße. Ja, natürlich auch noch so eine kleinen Fehler, wie man hier sieht, aber das ist nebensächlich. Das wird dann halt alles demnächst noch ausgemerzt. Hier fehlt ja sowieso links und rechts noch alles, sage ich mal so. Aber es geht ja erstmal nur um den Rennstreckenverlauf, dass man euch da schon mal was Neues zeigen kann. Dazu entschieden, wir fahren das Stück noch zurück. Und zwar wäre das ja den Krakauer Platz. Das war, glaube ich, genau, Viktoriastraße. Ja, deswegen ein bisschen vor- und zurückschalten, da ja hier eigentlich nicht die eigentliche Endstelle ist, der 4, sondern es geht ja eigentlich noch weiter. Aber da fehlt ja, wie gesagt, noch ein bisschen was.
Otto-Richter-Straße. Nächste Haltestelle am alten Stadttor. Jetzt fehlen halt zum Beispiel noch so eine Sachen, was mir gerade einfällt. Hier diese Sprechstelle zum Beispiel. Ja, das gibt es ja auch an Tür 2 und 4, wenn ich mich nicht irre. Dass man dann halt auf direkten Wege halt über diese kleine Box mit dem Fahrer kommunizieren kann. Der leuchtet dann ja erst auf, piept ein paar Mal. Und ja, vielleicht kann man das auch noch irgendwie umsetzen, dass man die Sachen dann nehmen kann. Oder zumindest ein bisschen realisieren kann. Ich glaube nicht, dass die Fahrgäste irgendwann mal dazu in der Lage sind, wirklich mit dem Fahrer zu sprechen, interaktiv, aber ja, dass man zumindest die Beleuchtung und diese Sprechstelle löschen kann, das wäre vielleicht auch noch gar nicht mal so schlecht. So, eigentlich müssten wir jetzt gleich mal hier wieder freikriegen. Zumindest hat die Anforderung über den Schlüsseltaster nicht funktioniert, dann müssten wir eigentlich jetzt automatisch gleich freikriegen. Ja. Zentraler Umsteigepunkt. Umsteigemöglichkeit zu den 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8.
nächste Haltestelle, Carolinaplatz. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die EVP sagt Tschüss und freut sich, Sie bald wieder in unseren Fahrzeugen begrüßen zu dürfen. So, ja, das war es erstmal von meiner Seite aus. Das war jetzt nicht die spektakulärste Neuerung des KTs, aber auch eine kleine, feine Arbeit, die viel Arbeit gemacht hat. Und natürlich auch lohnenswert für ein Video war. Also vielen Dank dafür an Kartoffelphantom. Auch natürlich danke an Tatrafan. Das war sein neues Teilstück. Zeigen durften. Ist auch sehr schön geworden und ich bin der festen Überzeugung, das wird wieder eines der schönsten Teilstücke auf Talstedt. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Wie gesagt, wir sind für jede Art von Anregungen konstruktiv offen. Natürlich bitte keine beleidigen oder runterziehenden Kommentare, die werden dann natürlich dementsprechend gelöscht. Ansonsten werden wir natürlich alle Kommentare und Wünsche und Anregungen entgegennehmen und euch bei allen Fragen helfen. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ich bin erstmal raus. Macht's gut!